Also ein lang verheiratetes Paar, er ist ein bisschen Latrangler, sitzt in der Küche und er sitzt schon da und ist am Vormittag schon ein bisschen eingespritzt und sie putzt ein bisschen das Haus und geht ins Schlafzimmer und wischt die Nachttischlade aus und sieht beim Nachtkastel von ihrem Mann, da liegen 3 Eier und 427,30 Euro drinnen. Und sie denkt sich, das ist total komisch, was hat das zu bedeuten, warum hat der da 3 Eier liegen? Geht aus und sagt, du, Schatzl, jetzt ist mir direkt unangenehm, ich hab die Nachttischlade ausgewischt und ich muss dir jetzt was fragen. Sagt er, was willst du mir fragen? Sagt, nein, du hast da in der Nachttischlade 3 Eier liegen, was hat denn das zu bedeuten? Sagt er, na pass auf, irgendwann muss einmal ans Tageslicht kommen. Jedes Mal, wenn ich dich betrogen hab, habe ich auch da reingelegt. Na, sie zuckt völlig aus und sagt, was um Gottes Willen, Berti, das hätte ich nie von dir geglaubt. Da liegen 3 Eier drin, bist du narrisch. 3 Eier liegen da drin. Na, die rennt ins Schlafzimmer und heult sich die Augen aus. Und wie sie sich wieder beruhigt hat, weil sie darüber nachgedacht hat, dass 57 Ehejahre jetzt schon sehr lang sind, also da kann schon einmal was passieren, geht sie wieder raus zum Berti und sagt, Berti, ich bin total enttäuscht von dir. Ich hätte mir das nie von dir gedacht. Aber nach all den Jahren können wir jetzt auch nicht mehr auseinandergehen. Ich verzeihe dir. Aber du musst ab jetzt musst ehrlich sein zu mir, sagt er. Ja, dann bin ich ehrlich zu dir. Aber eins musst du mir schon noch beantworten. Was ist denn mit dem vielen Geld da in deiner Lade? Wie kommt denn das da rein? Sagt er. Was, Schatzler? Jetzt mal, wenn die Lade voll war, habe ich die Eier verkauft.